Mein Name ist Theresa Rotschopf. Ich bin Musikerin, vieles andere auch noch. Wie ich meinen Stil beschreiben würde, sportlich glamourös. Eigentlich am ehesten ist es wahrscheinlich Rock'n'Roll, so wie ich das interpretiere. Der Mantel ist von einem sehr guten Freund von mir, dem Peter Petrov. Den liebe ich, weil er orange ist, was im Winter super ist, wenn eh alles grau und deprimierend ist in Wien. Das Herrensakko, das ich drunter anhabe, liebe ich, weil ich gern maskuline Dinge eigentlich anziehe. Ich finde das sexy. Für mich ist das cool, wenn man so ein bisschen tough ausschaut oder ist vielleicht sogar. Schmuck trage ich nur dann, wenn er mir sehr am Herzen liegt, so wie alle Ringe, die ich trage, weil sie entweder von meinem Mann kommen oder ein O auf sich haben, so wie meine Band heißt. Die Hose hat auch schon so viel mitgemacht, was man ihr auch ansieht, hat schon viele Konzerte erlebt. Die Schuhe sind von Martin Margiela. Das war eins der ersten Dinge nach meiner Schwangerschaft, das ich mir gekauft habe, weil ich wusste, ich werde jetzt wahnsinnig viel mit flachen Schuhen unterwegs sein müssen. Es ist eine Mischung aus günstigen Basics, die ich dann sehr lange trage, bis sie eigentlich auseinanderfallen, gemischt mit Designersachen, die ich irgendwie wieder finde. Was drücke ich aus? Die Stimmung des Tages. Irgendwie habe ich Lust, gerade bunt zu sein oder nicht. Das habe ich schon, seitdem ich denken kann, dass es mir irgendwie am Herzen liegt, wie ich mich anziehe. Das war für meine Eltern, glaube ich, manchmal sehr anstrengend. Je mehr ich glaube zu wissen, wer ich bin und wie ich bin, umso straighter ist mein Stil. Wer ich finde, das super angezogen ist und irgendwie auch recht speziell, ist der Horst Scheuer vom Skopik und Lohn. Ich glaube, er hat immer so Cowboy-Stiefel an, so Lederjacke und hat seine Haare immer so nach hinten, schaut irgendwie so ein bisschen nach Rock'n'Roll aus, aber irgendwie auch immer sehr elegant. Eine erfrischende Erscheinung auch.